Machen wir das. So. Die erste Parabel heißt die Bekehrung. Oh, ist das so? Die darf ich vorlesen, ne? Ja. Und gleich macht Instan seine Dämonenstimme. Und weil ich es jetzt hier öffentlich gesagt habe, muss er es machen. Oha. Okay, ich lese mal die Bekehrung. Es war einmal ein leidenschaftlicher Prediger, der eine mächtige, aber ungewöhnliche Gabe besaß. Er stellte schon von früh auf fest, dass die Menschen, für die er betete, auf übernatürliche Art und Weise all ihre religiösen Überzeugungen verloren. Ausnahmslos verloren diese ihren Glauben an die Propheten, die Heilige Schrift und sogar an Gott. So lernte er nicht für die Menschen zu beten und beschränkte sich hinfort auf das Halten inspirierender Predigten und das Tun guter Werke. Doch eines Tages, während der Prediger durch das Land reiste, fand er sich in einer Unterhaltung mit einem Geschäftsmann wieder, der zufällig in die gleiche Richtung unterwegs war. Der Geschäftsmann entpuppte sich als ein sehr einflussreicher und rücksichtsloser Banker, der unter seinen Kollegen ein hohes Ansehen genoss und von seinen Gegnern respektiert wurde. Ihre Unterhaltung entstand, weil der Geschäftsmann, der selbst tiefgläubig war, den Prediger dabei beobachtete, wie er in der Bibel las. Er stellte sich dem Prediger vor und so begannen sie ihre Unterhaltung. Während sie so plauderten, erzählte dieser einflussreiche Mann dem Prediger alles über seinen Glauben an Gott und seine Liebe für Jesus. Er sprach darüber, dass er sich nicht wirklich über seine Arbeit definiere, dass er sie aber schlicht und einfach tun musste. Die Geschäftswelt ist kalt und unerbitterlich, gestand er dem Prediger. Und auf meine Arbeitsgebiete werde ich oft mit Situationen konfrontiert, die meine christlichen Überzeugungen herausfordern. Doch versuche ich so gut wie möglich, meinem Glauben treu zu bleiben. Ich besuche jeden Sonntag eine örtliche Gemeinde, nehme an einem Gebetskreis teil, engagiere mich ein wenig in der Jugendarbeit und beteilige mich an einer wöchentlichen Bibelstunde. Diese Aktivitäten helfen mir, mich daran zu erinnern, wer ich wirklich bin. Nachdem er der Geschichte des Geschäftsmanns aufmerksam zugehört hatte, wurde dem Prediger urplötzlich der Sinn seiner bisher als unbrauchbar wahrgenommenen Gabe bewusst. So wandte er sich an den Geschäftsmann und sprach: Würden Sie mir erlauben, für Segen in Ihrem Leben zu beten? Der Geschäftsmann stimmte bereitwillig zu, ohne zu ahnen, was passieren würde. Tatsächlich öffnete der Mann, nachdem der Prediger ein einfaches Gebet gemurmelt hatte, verblüfft seine Augen. Welch ein Narr bin ich in all diesen Jahren gewesen, erklärte er. Mir ist nun klar, dass es keinen Gott gibt, der auf mich aufpasst, dass es keine heiligen Texte gibt, die mir den Weg weisen und dass es keinen Geist gibt, der mich erfüllt und beschützt. Als sich ihre Wege trennten, kehrte der Geschäftsmann, noch immer verwirrt von dem, was passiert war, nach Hause zurück. Doch nun, wo er nicht länger irgendwelche religiösen Überzeugungen hatte, fiel es ihm immer schwerer, auf seinem Arbeitsgebiet weiterzumachen. Angesichts der Tatsache, dass er nun nur noch ein kompromissloser Geschäftsmann in einem korrupten System war und nicht mehr ein Mann Gottes, begann er seine Tätigkeit zu verachten. Binnen weniger Monate erlitt er einen Zusammenbruch und gab bald darauf seine Arbeit auf. Oh. Nun, da er sich besser fühlte, gab er seinen ganzen Reichtum den Armen und fing an, seine beträchtlichen Führungsqualitäten zu nutzen, um das System, von dem er selbst einst ein Teil war, herauszufordern und denen zu helfen, die davon unterdrückt wurden. Nachdem viele Jahre ins Land gezogen waren, stieß er eines Tages auf einem Spaziergang durch die Stadt zufällig erneut auf den Prediger. Er lief zu ihm hinüber, fiel vor dem Prediger nieder und begann vor Freude zu weinen. Schließlich schaute er zum Prediger auf und lächelte. »Danke, mein lieber Freund, dass du mir dabei geholfen hast, meinen Glauben zu finden.« Cool.